Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus. Mein Name ist Dennis Gürtler, heute ist Dienstag, der 25.08.2015. Lassen Sie uns mal mit den Märkten beginnen. Heute sind durchaus sogenannte Aufräumarbeiten ersichtlich nach dem heftigen Sell-off. Wir hatten die höchste Intraday-Volatilität im Dow Jones aller Zeiten. Wenn das nicht mal eine Ansage ist, dann weiß ich auch nicht. Und diese Intraday-Volatilität gipfelte am Ende im brutalen Sell-Off hier der Dow Jones bei 15.255 Punkten. Der Handel wurde dann ausgesetzt und danach konnte sich der Markt stabilisieren. Wie geht es weiter? Die Märkte sind natürlich aufgeschreckt. Heute kam ein überraschend guter IFO-Index, aber der IFO-Index wird es nicht raushauen. Heute sahen wir eine technische Gegenreaktion. Der DAX konnte sich ausgehend vom Tief stabilisieren und durchaus bullisch in den Tag starten. 4% aktuell ist er hier im Gewinn. Angesichts der charttechnischen Situation ist es auch wie gesagt keine Überraschung. Die Frage ist jetzt nur, wie geht es weiter? Da orientiere ich mich meistens an den US-Indizes, denn die geben da durchaus ein klareres Bild. Lassen Sie uns mal hier auf den Wochenchart gehen im Dow Jones und man sieht, dass der Sell-Off durchaus Heftig war. Wir sind ausgehend von 17.560 Punkten hier jetzt über 2.300 Punkte gefallen. Für mich gibt es eigentlich zwei relevante Marken, die man heute im Fokus haben sollte. Und das, was wir jetzt erstmal sehen, ist eine technische Gegenreaktion. Der Dow Jones kommt jetzt hier an einen an zwei stärkere Widerstandsbereiche. Bei 16.470 Punkten wäre eine mögliche äh, Short-Position denkbar. Ähm, wenn er bis dahin läuft und hier Umkehrsignale ausbildet, wäre ich auch bereit, da eine Short-Position aufzubauen. Die, äh, die 16.480er Marke ist auch relevant, denn sollte die nachhaltig durchschossen werden, kann ja sein, dass er da überhaupt gar keinen Stop macht, sondern auch nicht, überhaupt nicht ansatzweise dreht, sondern einfach direkt durchschießt. Das heißt, wenn er direkt durchschießt, über 16.500 500 Punkte. Dann hätte er Platz bis 17.000 Punkte. Das wäre die einzige Long-Option, Long die ich überhaupt wahrnehmen würde. Das heißt, ein direkter Durchschuss der 16.500, dann ist Platz bis zur 17.000er-Marke. Und bei 17.000 wäre, wäre hier der nächste Short. Das heißt, es gibt zwei Short-Marken, effektiv. Das ist einmal hier die 16.470er-Marke, 38 bzw. 50er-Retracement. Wenn er da dreht und abknickt, wäre das positiv. Schießt er hingegen direkt durch, macht keine Umkehrsignale, Long. Bis in den Bereich von 16.950, aber spätestens dann bei 17.030 wären dann wieder Short-Positionen relevant. Ähnlich ist es im SP 500. Auch da sehen wir völlig überdehnt das Ganze. Eine Gegenbewegung ist da völlig normal. Da gibt es zwei Short-Optionen aktuell. Das ist zum einen hier die Marke im Bereich von 1975 Punkten, beziehungsweise die zweite Short-Option gibt es dann bei 2030 Punkten. Aber der Markt ist heftig eingeschränkt gebrochen und nur weil jetzt eine Gegenbewegung kommt, ist das für mich noch kein neuer Bullenmarkt. Er ist einfach nur als technische Gegenreaktion zu verstehen und so ähnlich äh, interpretiere ich das auch für den DAX. Long ist der DAX für mich nicht, der konnte zwar sich jetzt hier ein Stück nach oben bewegen, aber für weitere Impulse muss der DAX über 10.400 Punkte ansteigen. Über 10.400 Punkten hat er direkt Platz bis 10.600 oder 10.800 Punkten. Fassen wir also das Ganze zusammen. Der Markt ist heute stark gestiegen. Stiegen als Reaktion auf die gestrigen Abverkäufe. Von einem Aufwärtstrend lässt sich im Dow Jones noch nichts erkennen und äh, klar, mag sein, dass wir hier äh, einige Anstiege gesehen haben, aber das ist noch nicht viel wert. Ich werde hauptsächlich mich auf erstmal auf die Short Position, die ich Ihnen genannt habe, gerade im SP beispielsweise hier konzentrieren und Long Positionen erstmal vermeiden, gerade nach so einem heftigen Sell-Off. So ein heftiger Sell-Off kommt auch nicht äh, aus einem heiteren Himmel oder aus, aus einer Laune heraus, sondern zeigt, dass durchaus hier viele Positionen zerstört worden sind. Also ich gehe davon aus, es ist nur eine Gegenreaktion und der Markt ist momentan noch angeknackst. Ähnliches sehen wir hier im Nasdaq. Mag sein, dass wir da auch noch eine, äh, eine, eine, eine Aufwärtsbewegung sehen könnten, kurzfristiger Natur, aber es kommen durchaus noch einige stärkere Widerstände und die liegen bei 4.270 bzw. 4.370 Punkten. Und äh, das ist für mich einer der relevanten Marken. Long ist der Nasdaq erst dann wieder, wenn der Markt durchaus hier bereit ist neue Hochs zu produzieren oder zumindest über 4490 Punkte anzusteigen und erst dann sind für mich Long Positionen interessant also abwarten vielleicht gibt mir der Dow Jones noch eine Short Möglichkeit aber ich bin nicht bereit nur diese Gegenreaktion zu nutzen um dann auf hier gegen das Momentum zu spekulieren immerhin kam dieser Einbruch ja durchaus sehr, sehr dynamisch. Das überhaupt zum Thema Indizes. Dann zum Thema Aktien. Ähm Eon erholt sich so ein bisschen, aber auch da sieht man, der Markt ist weiterhin short, da hat sich nichts an der Short-Prognose geändert, ähnlich wie bei der RWE. Mag sein, dass wir hier auch noch mal kleine Erholungen sehen, aber die Aktie ist temporär durchgebrochen und vor allem auch noch hier hat es auf dem Wochenschlusskurs zweimal letztendlich wurde das fixiert. Auch da sind Short-Positionen immer noch zu bevorzugen, selbst wenn... Er jetzt etwas ansteigen kann. Man muss es ja immer in Relation bringen. Ich meine, wenn der DAX hier 2.000, 3.000 Punkte abstürzt und 1.000 Punkte steigt, ist der immer noch 2.000 im Minus. Also das ändert nichts dran. Commerzbank wäre auch nochmal ein Short wert. Ähm, da warte ich allerdings auch noch ab. Ich warte, bis der Markt sich vor allem erstmal so ein bisschen, so ein wenig in der Form ausgependelt hat. Äh, denn jetzt wird erstmal mehr oder weniger. Jetzt werden die Verluste verarbeitet und eine der nennenswerten Short-Optionen, die wir gestern hier vorgestellt hatten, liegt nochmal im Bereich der 1076. Ich bin also mehrheitlich Short eingestellt. Henkel ist ebenfalls noch so ein Kandidat. Sollte Henkel noch ein bisschen ansteigen, wäre noch eine Short-Position bei 99 Euro pro Aktie relevant. Ansonsten heißt es abwarten auf Short-Möglichkeiten und die Longmöglichkeiten rennen uns nicht weg. Also von daher. Bin ich da erstmal sehr, sehr defensiv eingestellt. Das war es von meiner Stelle aus. Heute ein wenig weniger, ein wenig Distanz. Denn gerade diese Volatilität. Zerstört natürlich oft das Trading-Konto. Ähm, natürlich ist es abhängig davon, welche Positionsgröße man fährt, ganz klar. Aber diese Volatilität erzeugt natürlich einfach auch einen gewissen Druck auf den Trader, denn diese hohe Volatilität sorgt auch dafür, dass gewisse Stop-Level so nicht mehr funktionieren. Und da ist die Wahrscheinlichkeit eben durchaus zu, mit einem zu engen Stop falsch zu liegen, sehr, sehr hoch. Also die wichtigen Marken ähm, habe ich Ihnen hier gerade im Dow Jones genannt. Das sind so hier die relevanten Setups für meine Begriffe. So. Und ich denke, ich werde mich da auch nur auf den Dow Jones konzentrieren. Und das sind die drei Handelsszenarien. Diese drei. So. Ja, so lassen wir uns erstmal stehen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wir hören uns morgen Mittag wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades. Wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.